3 Fünftel plus 14 Fünfzehntel. Wir addieren diese beiden Brüche, indem wir zuerst einen gemeinsamen Nenner finden. In dem Fall bietet sich die 15 als gemeinsamer Nenner an. Hier hinten ändert sich erstmal nichts, aber hier vorne. Um von der 5 auf die 15 zu kommen, muss ich mit 3 erweitern. Das heißt, das mache ich auch mit dem Zähler und dann komme ich bei 9 Fünfzehnteln raus. Ich addiere die beiden Brüche, indem ich den gemeinsamen Nenner beibehalte und die Zähler addiere und da komme ich raus bei 23 Fünfzehnteln. 31 Siebenundzwanzigstel minus 8 Neuntel. Ich subtrahiere diese beiden Brüche, indem ich wieder den gemeinsamen Nenner bilde und hier bietet sich die 27 an. Vorne, das kann ich so lassen und hier hinten beim Subtrahend habe ich mit 3 erweitert, um auf 27 zu kommen. Das muss ich also auch mit dem Zähler tun. Dann steht hier 24 Siebenundzwanzigstel. Ich behalte den gemeinsamen Nenner bei, das ist die 27, und subtrahiere die 31 minus die 24 und komme bei 7 Siebenundzwanzigstel raus. 15 32 mal 8 25. Wir schauen, ob wir irgendwas kürzen können. Und ja, das funktioniert. Die 15 und die 25 kann ich jeweils mit 5 kürzen und komme hier auf eine 3 und hier auf eine 5. Die 8 und die 32 gehen jeweils mit 8 zu kürzen, das heißt, hier bleibt eine 1 und hier eine 4 übrig. Damit haben wir im Zähler stehen 3 mal 1, das ist 3, und im Nenner 4 mal 5, das sind 20. Unser Ergebnis 3 20. Die schriftliche Division. 121 19 geteilt durch 11 38. Ich dividiere durch einen gemeinen Bruch, indem ich mit seinem Reziproke, also seinem Kehrwert, multipliziere. Wenn ich das jetzt zu einer Multiplikation umgeschrieben habe, dann überprüfe ich wieder, ob ich was kürzen kann. Und ja, das funktioniert. Ihr seht hoffentlich, die 121 ist die Quadratzahl zur 11. Das heißt, ich kann beide Zahlen durch 11 teilen. Also mit 11 kürzen, komme ich hier bei 1 raus und hier bei 11. Und bei der 19 und bei der 38, die kann ich jeweils mit 19 kürzen. Hier bleibt eine 2 stehen, hier eine 1. Und damit haben wir hier stehen 11 mal 2 im Zähler, das sind 22, und im Nenner 1 mal 1, das ist 1. Und 22 Eintel ist nichts anderes als 22. 109,209 plus 93,8. Wir ergänzen erstmal wieder 0, damit die Stellen alle belegt sind. 0 und 9 sind 9, 0 und 0 sind 0, 8 und 2 sind 10, schreibe 0, merke 1. Jetzt haben wir hier das Komma, also müssen wir auch hier unten das Komma setzen. Wir haben, nehmen unsere gemerkte 1 und die 3, sind wir bei 4. 4 und 9 sind 13, schreibe 3, merke 1. 1 und 9 sind 10, 10 und 0 sind immer noch 10, wir schreiben die 0, merken uns die 1. Und 1 und 1, das sind 2. Das Ergebnis 203,009. Weiter geht's mit der schriftlichen Subtraktion. 19,248 minus 9,78. Wir ergänzen wieder hier eine 0, damit alle Stellen belegt sind. Von der 0 bis zur 8 fehlen 8. Von der 8 bis zur 14 fehlen 6, schreibe 6, merke 1. 1 und 7 sind 8 und von der 8 bis zur 12 fehlen 4, merke 1. Schreibe 4, merke 1. Jetzt kommt wieder das Komma, ich muss das Komma setzen. Meine gemerkte 1 und die 9 sind 10. Von der 10 bis zur 19 fehlen 9, schreibe 9, merke 1. Dann haben wir hier unsere gemerkte 1 und von der 1 bis zur 1 fehlen 0. Brauchen wir nicht mehr mit hinschreiben. Das Ergebnis 9,468. Multiplikation. Wir multiplizieren erstmal so, als gäbe es keine Kommas. 5 mal 4 sind 20, schreibe 0, merke 2. 5 mal 3 sind 15, 15 und 2 sind 17, schreibe 7, merke 1. 5 mal 7 sind 35, 35 und 1 sind 36, schreibe 6, merke 3. Und 5 mal 9 sind 45, 45 und 3 sind 48. 6 mal 4 sind 24, schreibe 4, merke 2. 6 mal 3 sind 18, 18 und 2 sind 20, schreibe 0, merke 2. 6 mal 7 sind 42, 42 und 2 sind 44, schreibe 4, merke 4. Und 6 mal 9 sind 54, 54 und 4 sind 58. Jetzt müssen wir diese Zahlen, die wir hier gefunden haben, noch addieren. Und wir kommen raus. Hier bei 4, 0 und 0 ist 0. 7 und 4 ist 11, schreibe 1, merke 1. 1 und 8 sind 9, 9 und 6 sind 15, schreibe 5, merke 1. 1 und 5 sind 6, 6 und 8 sind 14, schreibe 4, merke 1. Und 1 und 4 sind 5. Damit habe ich hier die Ziffern zusammen. Jetzt schauen wir uns an, wie viele Nachkommastellen diese beiden Zahlen insgesamt haben. Die hier hat 2, die hier hat 1, sind insgesamt 3 Nachkommastellen.
Wir fangen rechts hinten an und gehen diese drei Stellen nach vorn. 1, 2, 3, hier kommt das Komma hin. 545,104 ist das Ergebnis dieser Aufgabe. Weiter geht's mit schriftlicher Division. 189,35 geteilt durch 7. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der Divisor hier hinten eine natürliche Zahl wird. Das schaffe ich, indem ich das Komma um eine Stelle nach rechts verschiebe. Wenn ich das beim Divisor mache, muss ich das auch beim Dividenden machen. Dann steht hier 1893,5 geteilt durch 7. Wir gehen von vorn nach hinten vor. Wie oft passt die 7 in die 18? 2 mal, denn 7 mal, denn 2 mal 7 ist 14. 18 minus 14 sind 4. Wir ziehen die 9 nach unten. Wie oft passt die 7 in die 49? 7 mal, denn 7 mal 7 ist 49. 49 minus 49, da bleibt 0 übrig. Wir ziehen uns die 3 nach unten. Wie oft passt die 7 in die 3? Gar nicht, also schreiben wir 0 hin, denn 0 mal 7 ist immer noch 0. Dann haben wir 3 minus 0, das bleibt 3. Wir ziehen die 5 nach unten. Und weil hier ein Komma steht, müssen wir also an der Stelle auch das Komma setzen. Wie oft passt jetzt die 7 in die 35? 5 mal, denn 5 mal 7 ist 35. 35 minus 35 ist 0. Wir haben keine Ziffern mehr übrig und sind hier fertig. Das heißt, 189,35 durch 0,7 ist 270,5. 17 Liter von 51 Liter. Wir können es erstmal ganz einfach machen. Wir schreiben das als Bruch 17/51. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir das noch kürzen können. Und ja, das funktioniert. Nämlich passt die 17 dreimal in die 51. Demzufolge können wir mit 17 kürzen. Und dann bleibt hier eine 1 und unten eine 3 stehen. Und damit sind 17 Liter von 51 Litern ein Drittel. 3 Achtel von 48 Kilogramm. Wir schauen uns den Bruch an und wissen, der besteht aus einem Zähler und einem Nenner. Der Nenner gibt an, in wie viele Teile das Ganze zerlegt wird. Das Ganze sind ja die 48 Kilogramm und diese 48 Kilogramm werden in 8 Teile zerlegt. Das heißt also, ein Teil sind 6 Kilogramm. Der Zähler gibt jetzt an, wie viele Teile genommen werden. Also wir haben diesen einen Teil und den brauchen wir dreimal. Das sind 18 Kilogramm. Also sind 3 Achtel von 48 Kilogramm 18 Kilogramm. Weiter geht's mit Umwandeln von Gemeinbrüchen in Dezimalzahlen und in Prozentsätze. 4 Fünftel. Entweder ihr wisst das noch, dass das 0,8 sind, oder ihr müsst gehen über einen Zehnerbruch. Das heißt, da muss im Nenner eine Zahl stehen, die eine 10 oder eine Potenz von 10 ist. Hier würde es sich anbieten, tatsächlich die 10, denn ich kann die 5 mit 2 erweitern und komme auf 10. Dann steht hier oben eine 8. Ich schreibe den Zähler hin und gehe dann das mit dem Komma so viele Stellen von hinten nach vorne, wie der Zähler, wie der Nenner Nullen hat. Also hätte würde ich eine 8 hinschreiben und dann mit dem Komma eine Stelle nach vorne gehen, alles klar, 0,8. Zum Prozentsatz komme ich, indem ich das Komma zwei Stellen nach rechts verschiebe und damit komme ich raus bei einer 80. Ich ergänze das Prozentzeichen und es entspricht 80%. 0,75. Auch das wisst ihr hoffentlich noch, dass das 3 Viertel sind. Auch hier könnten wir gehen über den Zehnerbruch. Und der Zehnerbruch wäre in diesem Fall, ich schreibe diese Dezimalzahl ohne Komma in den Zähler und in den Nenner eine 1 und so viele Nullen, wie diese Dezimalzahl nach Kommastellen hat. Also 2 Stück. Und das kürze ich dann und komme bei 3 Viertel raus. Um jetzt von der Dezimalzahl zum Prozentsatz zu kommen, gehe ich wieder mit dem Komma 2 Stellen nach rechts und komme raus bei 75 und ergänze das Prozentzeichen. 12,5%. Wir müssen zur Dezimalzahl. Hier bin ich 2 Stellen nach rechts gegangen, also muss ich hier 2 Stellen nach links gehen. Das sind dann 0,125. Und hier gibt es auch wieder 2 Varianten. Entweder ihr wisst noch, dass das ein Achtel ist, oder wir gehen wieder über den Zehnerbruch. Das heißt, ich schreibe wieder die Zahl in den Dezimalzahl ohne Komma in den Zähler und in den Nenner 1 und so viele Nullen, wie diese Zahl Nachkommastellen hat. Das sind 3 Stück und das sind 121 Tausendstel. Und das kürze ich jetzt so lange, bis ich bei einem Achtel rauskomme.